möchte Kinderärztin werden, weil es mir gefällt, so Leuten zu helfen. Syrien. Wo? Syrien. Wie lange bist du da? Ein Jahr. Ja. Ob die jetzt aus der Türkei kommen, aus Italien kommen, aus Syrien kommen, das spielt nicht die große Rolle. Aber ich glaube, was man an den Bildern dann merken kann, ist, dass dann doch so ein bisschen was aus der eigenen Seele in die Bilder mit hineinfließt. Was auch immer das ist. Und dass sie das machen können, das ist erstmal das Hauptaugenmerk. Gerade die Projektarbeit ist für die Schüler, die aus aller Herren Länder hier zu uns nach Deutschland an die Eschenbach-Schule kommen, besonders gut, denn es ist nicht so viel Sprache nötig oft bei Projektarbeit. Es wird mehr getan, es wird mehr gewerkelt, Dinge geschehen, die nonverbal möglich sind. Und das ist natürlich für diese Schüler besonders gut, weil sie die deutsche Sprache noch nicht können. Das ist eine Landschaft mit Steinen und dann an den Seiten sind so Menschen drin, in den Nuschern und ja, ein bisschen Wiese für die Pferde. Klassen, mit denen wir Projekte dieser Art gemacht haben, da sind dann schon in der Tat in der Vergangenheit mal Schüler gewesen, die wollen plötzlich beim Bühnenbild des Staatstheaters Praktikum machen zum Beispiel. Und sowas hat es vorher nicht gegeben. Es macht Spaß zu fotografieren, einfach Bilder zu schießen, so anzugucken, was man geschafft hat, als es geschossen hat. Ich bin der Gerlus und ich habe bei dem Fotoprojekt mitgearbeitet. Ich freue mich, wenn Sie vorbeikommen und unsere Fotos anschauen. Dass es so aussieht, da waren wir noch dabei. Also ich fühle mich irgendwie gut, dass wir, wenn wir so viel durchgemacht haben, dann hängt es hier. Dann, dass alle das sehen können und das, ich habe auch sehr viele Komplimente bekommen, dass ich sehr gute Bilder geschossen habe. Bei mir waren halt das Hochzeit. Hier ist das Braut und Bräutigam, der Vater. Hier habe ich noch ein Foto gemacht von der einsamen Insel. Ich finde das ganz toll. Und die Überlegung, die dahinter steht mit der Integration, ist natürlich auch eine super Angelegenheit. Das hier habe ich gemacht. Ich glaube, die Schüler sind auch ziemlich stolz, wenn hier so Leute stehen bleiben und mal eine Frage stellen oder merken schon, ach, ich habe was gemacht, was irgendwie woanders ankommt, wo ich eine Resonanz bekomme. Das finde ich natürlich gut.